Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder bei Let's Oracle FIFA 17 und das dritte Spiel steht an und ihr wundert euch vielleicht, es ist nicht die erste Fußball-Bundesliga, nein, es ist die zweite Fußball-Bundesliga und zwar das Topspiel dort am Montagabend, deswegen, ja, was, kein Samstag- oder Sonntagsspiel mehr, nein, ein Montagsspiel mal und zwar Stuttgart gegen Union. Ich bin auch dabei, hallo. Wird gespielt von Kelly. Danke. Und Union Berlin wird gespielt vom Joker. Hallo. Oh, hübsche Ausweichtrikots haben sie. Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Das war in den beiden anderen Aufnahmen leider nicht der Fall. Neues Mikro beim Joker, das muss ich erst alles finden. Aber ja, hoffentlich geht es. Welcher besoffene Ochse stellt denn hier bei Stuttgart auf, Alter? What the fuck? Felix Groß hier bei Union. Ginczek hat mal bei Dortmund gespielt, ne? Wer? Mitchell Langerak habe ich da. Juhu. Ja, stimmt, ja. Nichts ein Spieler, den ich mag. Jetzt ich lasse die Aufstellung so, wie sie ist. Habe ich vorhin bei Augsburg auch gemacht. Und ja, ihr wundert euch vielleicht, oh, warum denn zweite Liga, um den Stuttgart gegen Union Berlin? Ganz einfach, weil die Auswahl in der Bundesliga einfach scheiße ist. Da war nichts, was auch nur ansatzweise noch irgendwie interessant ist. Und dann haben wir uns einfach mal gedacht, wir spielen mal zweite Liga ein bisschen. Was ist dein Tipp für diese Partie? Boah, ja, da ich ja noch mehr Ahnung habe von der zweiten als von der ersten Liga, würde ich sagen, Union Berlin gewinnt 3-1. Ja, Platz 1 Stuttgart gegen 3 Union, das ist natürlich ein kracher Spiel und ich sag trotzdem, Stuttgart gewinnt knapp 1-0 gegen Union zu Hause. Viel Spaß für dich. Danke, gleichfalls. Wo geht der denn hin? Ach, das ist der Schiedsrichter. Ja, den gibt es auch eigentlich, also ein Fußballspiel. Einem Schatten sah der irgendwie grau aus. Oh, schön. Tankt sich da durch. Okay. Und! Oh! Boah. Schön aufgesetzt das Ding. Langerack. Okay. Und Ecke? Warte. Okay. Halt. Dann warst du da irgendwie noch mit der Kopfhaut dran. Und! Bam! Mit der Vorhaut höchstens. Geht schon wieder los, ey. Alter, der da oben hat doch keine Haare mehr. Dem hat es auch schon alles weggebracht. Leistner. Den Tor gegen Langerack. Oh, schön. Sah abgefälscht aus von mir. Hat er mich festgehalten, habe ich genau gesehen. Hat der Schiri eine Mütze auf? Nee, hat nur graue Haare. Der scheiß Friese, ey. Ach du Scheiß. Zweite Liga. Das war kein guter Freistoß. Boah.
Renn doch hin, klatsch nicht dir da ein und sag, dass der toll gemacht hat, sondern lauf, mein Junge. Oh. Wie eine Berliner Mauke dazwischen. Die Berliner Mauke. Den entscheidenden Pass. Mané kann laufen. Vielleicht. Aber was hat der denn der gemacht? Der denn da? Den Tor guck mal, da habe ich was am Arsch. Guck doch mal. Schau mal genau rein. Meine Teamkollegen wollen nicht gucken, aber du machst das doch bestimmt, oder? Was macht er denn? Er legt sich einfach hin. Müde. Ich müde. Typische FIFA-Regel. Einfach müde sein und hinlegen. Ach, shit. Shitty Popitty. Annie. Annie, get your gun. Schuss war scheiße, passt aber dahin sehr gut. Nicht hinlegen, aufstehen. Ausspielen? Nö, machen wir so. Sicher? Okay, jetzt auch schon wieder. Holt sie 20 Mal ab, da, ey. Der sterbende Schwan, ey. Bewegt sich kaum vorwärts, ey. Also, du hast ihn verletzt. Ach, lebt doch schon wieder alt, wieder gut. Ein paar Sekunden. Sobald die das anzeigen, da oben ist er wirklich schon wieder fit, ey. Das war gerade unten in der Anzeige auch. Ja. Aber auch als denn die Anzeige oben kam, war er schon wieder. Schau mal eben nach. Ja, ist schon wieder alt, dude. Okay. Ecke für die Stuttgarter nach 35 Minuten. Läuft da schon wieder wie ein junger Gott, der Kreilach. Vertändelt den Ball. Der Halbzeitpause. Oh. Boah. Gerade noch so dazwischen gegangen. Und Langrick ist unser Posten. Toller Schuss. Das war mal ein Bewerbungsschreiben. Ich bin Fußballer der zweiten Liga. Bei uns können Sie auch solche Schüsse sehen. Glauben Sie nicht? Na, dann schauen Sie mal her. Aue! Zweite Liga Fußball ist wie eine Sonnenfinsternis. Bloß nicht hinschauen, sonst tut's weh. Dann kommen auch mal solche Traumpässe. Den muss er noch machen. Der Hoshi Hosina. 1:0 zur Halbzeit für die Unioner. Für die Eisern Union. 4:9 Schüsse
2 zu 5 aufs Tor, 47 zu 53% Ballbesitz, 10 zu 8 Zweikämpfe, 1 zu 0 Fouls, aber noch keine gelbe Karte für die Stuttgarter. Was ist denn da los? Oh, ich lass nach, Entschuldigung. 0 zu 1 Fouls, 0 zu 1 Verletzung und 1 zu 2 Eggen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, meine Mannschaft ist echt defensiv eingestellt, ey, alter Falter, ey. Aber das Problem, ich kenne die meisten auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier rumlaufen habe. Ein Kamin habe ich bei mir rumstehen. Geil, ein Kamin. Noch 10 Sekunden. Oh Gott, jetzt habe ich einen Schluck auf. Oh, Vogel. Ibaneza. Julian Green? Ist der einer von den Bayern irgendwie ausgeliehen wieder? Oder? Weiß ich nicht. Der Name bekannt vor. Ja, mir auch. Rechtes Mittelfeld hat links gespielt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ey, seid ihr doof? Das ist einfach nur Englisch für grün. Ach so, natürlich, klar, kennen wir. Ah, Julian Grün, natürlich. Jetzt klingelt's, ah. Ist der Bruder von Gilbert. Oder so, ja, stimmt. Oh, schade. Schöne Kombi. Ui. Zu viele Unioner Beine dazwischen. Länge. Rick! Oh, warum liegt er denn da und den Ball dahin, Mann? Oh, shitty fuck! Ach. Ja, Mann! Bomb! Spear, Spear, Spear! Wegepiliert, ey. Der Arm wieder da drinnen bounced im Gras. Da ist der Ausgleich für die Schwaben. Ach. Oh Gott. Lacker. So, jetzt in dem Fall kein Vorbeigehen. Schmeißt euch da vor, ey. Okay. Stelle habe ich nicht mehr hingeguckt, um echt zu gestehen. Ich auch nicht. Kann also nicht sagen, was da war. Jawohl. Mit dem Abwehrverhalten kein Wunder. Ja, los, küss mich. 70 Minuten sind um. 2 zu 1 durch Pedersen.
Die eiserne Union schlägt zurück. Komm schon, Geist! Sehr gut. Oh Gott. Der Versuch zu kurz. Nach verlangt Nachschuss aus dem Hinterhalt. Müsste Rahn schießen, er schießt aber vorbei. Der heißt auch nicht Rahn. Schubitzki, das alte Zirkuspferd, flankt! Ho, ho! Was ein trauriges Gegrüppel, ey. Fünf Minuten plus Nachspielzeit noch. Mané. Mann, faul mich doch! Hab's ja so teilweise versucht. Und Langerick jetzt vorne mit bei. In Gelb sehen wir ihn. Shit. Oh Gott! Oh Gott! Trimmel. Was? Da ist die erste Zweitligapartie bei uns. Ende. Nur Berlin schlägt Stuttgart mit 2:1. Hier sehen wir nochmal diesen toll gekonnten Freistoß. Der hat wirklich. Ja, da wird Messi und Ronaldo, ja. Schon neidisch. Kann man nicht anders sagen. Langerick. Sah auch ein bisschen von der Statur her merkwürdig aus, wie er da lag. Zu Boden gefistet nach seinem Tor und dann der neue Führungstreffer für die Eisernen. Und wir gucken nochmal auf die Statistik. 7:16 Schüsse für die Unioner, 4:8 aufs Tor, 46:54% Ballbesitz. Zwei sagen, weißt du? Arsch.
18 zu 19 Zweikämpfe, 3 zu 1 Fouls, 0 zu 1 Verletzungen, 2 zu 3 Ecken, Schussgenauigkeit 57 zu 50% und Passgenauigkeit 68 zu 82%. Das ist definitiv viel zu schlecht. Ja, bester Mann Leistner in der Innenverteidigung, 9,0. Und bei mir ist es, wenn ich so drüber schaue, der Gentner, der Kapitän, mit einer 7,9. Also wäre die auch der Torschütze. Ja, dann war's das mit unserem Orakel des 30. Spieltags in der ersten und zweiten Bundesliga diesmal. Ich sag wieder vielen Dank an Kenny. Ja, danke auch. Danke, danke. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder am 31. Spieltag. Wir wissen, Kenny freut sich schon tierisch drauf. Yay, wie? Also dann, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.